Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um das Thema des Feigenbaums, das Gleichnis vom Feigenbaum aus Matthäus 24 und das auch in Verbindung mit dem, was gerade in Israel passiert. Da sind ja heftige Auseinandersetzungen mittlerweile wegen dieser Gesetzesreform, die da geplant ist und die jetzt die Knesset beschlossen hat. Und diese Auseinandersetzung im Volk, diese Spaltung eigentlich zwischen Tel Aviv und Jerusalem, die ist ja beispiellos in der Geschichte Israels. Ja. Israel war immer einig und das hat Israel eigentlich auch erlaubt, dass der Staat überhaupt existieren konnte in so einer feindlich gesinnten Umgebung. Und jetzt haben wir also diese heftige Auseinandersetzung im Volk, ja, die mit Wasserwerfern aufeinander losgehen und all diese Dinge. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass für die Endzeit die Bibel sagt, dass Israel in zwei Teile geteilt sein wird, so wie das auch im Alten Testament schon gewesen ist, seit der Zeit Salomos, beziehungsweise seit seinem Sohn Rehabeam und Jerobeam, die beide ja dann über jeweils Süden oder den Norden Israels geherrscht haben. Also nach Salomo ist Israel auseinandergebrochen. Und das wird in der Endzeit auch wieder so sein. Warum ist das so? Naja, weil Jesaja 7 nur so in Erfüllung gehen kann. Ja. Und vor dem Hintergrund möchte ich gerne nochmal dieses Gleichnis vom Feigenbaum lesen. Das habe ich auch schon mal in einem Video behandelt vor einigen Jahren, aber ich möchte das einfach nochmal ein bisschen auffrischen. Da steht in Matthäus 24, ab Vers 32, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass es alles geschehe. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Schön, oder? Himmel und Erde werden vergehen, aber Christi Worte werden nicht vergehen, ja? Egal wie viele Anfeindungen diesem Wort Jesu im ganzen Neuen Testament eigentlich entgegengebracht worden sind. Christi Worte, Gottes Worte in Christus werden nicht vergehen. Da geht eher Himmel und Erde unter, als dass sein Wort untergeht. Das heißt also, diese Worte vom Feigenbaum zählen auch dazu. Und die große Frage ist jetzt die, wann denn überhaupt der Feigenbaum Blätter trägt. Denn das ist ja ganz offensichtlich auch ein Zeichen, um zu wissen, wann das Ende nahe vor der Tür ist, ja, wann Christus wiederkommt. Und jetzt hat man in den letzten Jahrzehnten immer wieder darauf verwiesen, dass dieser Feigenbaum, der hätte Blätter bekommen im Jahr 1948, als Israel gegründet worden ist. Ja. Die Staatsgründung Israels war ja im Jahr 1948. Und da hat man gesagt, da hat der Feigenbaum angefangen, Blätter zu tragen, ja, und Frucht zu bekommen. Da ist der Feigenbaum ausgeschlagen und hat das mit dieser politischen Gründung des Staates Israel dann in Verbindung gebracht. Das Problem bei dieser Auslegung, und die hört ihr auch allenthalben im Internet, egal wo ihr euch da einklingt, wenn es um den Feigenbaum und um Israel geht, dann ist das immer die klassische Aussage, dass die Gründung des Staates Israels das Blühen des Feigenbaums gewesen wäre, ja, dass der Feigenbaum Blätter trägt. Das Problem bei der ganzen Sache ist jetzt, dass Jesus sagt: Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass es alles geschehe. Und das Problem ist jetzt, dass die Staatsgründung Israels schon 75 Jahre her ist, ja. Das heißt, wenn ein Geschlecht oder eine Generation, wenn die 25 Jahre beträgt, ja, also es wäre so das Durchschnittsalter, wann die kommende Generation dann wieder Kinder bekommt und Enkel kommen und so weiter, alle 25 Jahre eine Generation, dann haben wir jetzt schon drei Generationen, die vergangen sind, ohne dass diese Prophezeiung des Feigenbaums tatsächlich in Erfüllung gegangen ist, ja. Denn wenn Israel im Jahr 1948 gegründet worden wäre, dann hätte ja das im Jahr 1983, rechne ich da richtig, hätte ja Christus schon wiederkommen müssen, ja. Bis das alles geschehe, sagt Jesus, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis das dieses alles geschehe. Das, was er in den vorigen Versen dann gesagt hat, ja.
Denn gleich wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft oder die Ankunft des Menschensohnes. Das heißt, Christus spricht ja von seiner Wiederkehr. Und der Feigenbaum trägt Blätter. Und wenn der Blätter trägt, dann soll die Generation, die dann lebt, nicht vergehen, bis dass dieses alles geschehe. Wahrlich, ja, sagt Jesus. Also Amen, Amen, das ist fest bezeugt. Ja. Und dann, direkt danach sagt er nochmal, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Aber was ist denn jetzt mit dem Blühen des Feigenbaums? Ja? Jetzt ist es schon 3 Generationen her. Also entweder hat Jesus sich hier getäuscht, ja, obwohl hier steht ja, wahrlich, ich sage euch, und hier steht, meine Worte werden nicht vergehen. Oder wir haben den falschen Ansatz gewählt. Vielleicht hat die Auslegung da einen falschen Ansatz. Und die Frage wäre ja jetzt, nachdem jetzt dann auch 3 Generationen schon vergangen sind, gibt es vielleicht ein anderes Ereignis, was man da ansetzen müsste. Und vielleicht, um das noch zu ergänzen, weil diese Prophezeiung ja schon nach 3 Generationen immer noch nicht eingetreten ist, gibt es so eine Pseudo-Erläuterung, in der man dann erklärt und sagt, ja, Geschlecht heißt dieses Volk oder diese Ethnie, ja, also im Prinzip Israel wird nicht vergehen, bis das alles geschehen wird. Ich will mal gerade gucken, die Scofield-Bibel macht ja auch eine Anmerkung, die kann ich da gerne mal lesen zu. Da steht, das Wort Geschlecht oder Generation, griechisch Genea, wird im Allgemeinen in der Schrift gebraucht von solchen, die zu gleicher Zeit leben. Aber es könnte hier nicht diejenigen bedeuten, die zu der Zeit Christi lebten, weil ja nichts von diesem allen damals geschah. Das heißt, weder die weltweite Predigt des Königreichs, noch die Trübsal, noch das Wiederkommen des Herrn in sichtbarer Herrlichkeit, noch die Einsammlung der Auserwählten. Der Ausdruck dieses Geschlecht oder diese Generation kann hier erstens bedeuten, dass die zukünftige Generation, die die Trübsal ertragen und die Zeichen sehen wird, auch die Vollendung erleben wird, die Wiederkunft des Herrn. Oder zweitens, das Wort kann gebraucht werden in dem Sinn von Rasse oder Familie. Jetzt kommt's, ja. Das würde bedeuten, dass die Nation oder die Familie Israels bewahrt werden wird, bis dass dieses alles geschehe. Ein Versprechen, das bis zu dem heutigen Tag in wunderbarer Weise erfüllt worden ist. Ja? Also Scofield merkt hier auch an und sagt, ja gut, das ist dieses Wort Geschlecht, das könnte natürlich sich auf die Zeitgenossen beziehen, die zur Zeit Jesu gelebt haben. Sagt er, das kann aber, funktioniert nicht, ja, weil da ist ja nicht alles erfüllt worden, was angekündigt wurde in den Versen vorher. Oder es kann sich auf, wie sagt er hier, das Wort kann auch gebraucht werden im Sinn von Rasse oder Familie und würde bedeuten, dass die Nation oder die Familie Israels bewahrt werden wird, bis dass dies alles geschehe. Ein Versprechen, das bis zu dem heutigen Tag in wunderbarer Weise erfüllt worden ist. Das ist natürlich alles so ein bisschen israelfreundlich formuliert, ja, was ja auch alles in Ordnung ist. Jetzt sehen wir aber in unseren Tagen, dass da eine große Zwistigkeit ist in Israel, und zwar, dass dieses Zerwürfnis Israels von innen herauskommt und gar nicht mal von außen. Und das ist beispiellos in der Geschichte Israels. Ja. Und man sieht auch, wie Scofield jetzt auch sich hier müht, ja, und irgendwie versucht zu erklären, warum das alles noch nicht geschehen ist, weil da geht es ja irgendwie um eine Generation. Und wenn das die Staatsgründung Israels war, wieso ist denn da die erste Generation schon gestorben? Und es ist nichts von dem eingetreten, was Jesus hier gesagt hat, was in Erfüllung gehen müsse. Und dann ist die zweite Generation auch schon gestorben. Jetzt ist auch schon die dritte Generation vorbei und jetzt wäre vielleicht Zeit, dass wir uns einfach mal überlegen, was könnte denn hiermit gemeint sein? Ist vielleicht was anderes damit gemeint, wie diesen blühenden Feigenbaum, als die Staatsgründung Israels? Und da würde ich einfach mal anregen und sagen, ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass das Blühen des Feigenbaums erst dann kommen wird, wenn der Feigenbaum Frucht bringt. Ja? Und Frucht, ich sage mal im geistlichen Sinn, Frucht bringen tut nur der nach neutestamentlichem Zeugnis, der wiedergeboren ist. Könnte das sein, dass Jesus hier sagt, an den Feigenbaum lernt ein Gleichnis, wenn sein Zweig saftig wird und Blätter gewinnt, ja, und anfängt zu blühen und Frucht zu tragen, dass es da um Wiedergeburt geht? Und könnte es sein, dass Jesus hier im Sinnbild die Wiedergeburt Jerusalems andeutet? Wenn das so wäre, dann könnten wir ja Folgendes sagen. Mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems fängt taggenau die 70. Jahrwoche an zu laufen.
Warum? Naja, weil ab dem Tag die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, das jetzt aber, wie gesagt, nur für die, die schon im Thema sind. Ja? Wer das jetzt zum ersten Mal hört, ihr müsst bitte schon die Videos von Anfang an hören, sonst könnt ihr das hier nicht nachvollziehen. Ja? Also das baut ein bisschen aufeinander auf. Also wie gesagt, schaut euch erst die Videos an, dann könnt ihr das hier auch verstehen. Also die, die da noch wiedergeboren werden in Jerusalem, das ist das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Ja? Das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, das sind auch die beiden Zeugen, ja, die noch fehlen im Brustschild des Hohen Priesters, wenn man so sagen will. Und die beiden, die predigen in Jerusalem das Evangelium Jesu, 1260 Tage. Und dann ist, wenn die beiden zum Glauben kommen, dann ist Jerusalem wiedergeboren, sind dort wiedergeborene Menschen in der Stadt und dann wird Frucht gebracht. Dann blüht der Feigenbaum. Ja. Wenn aber der erste Tag oder der Tag, an dem Jerusalem wiedergeboren wird, der Beginn der 70. Jahrwoche ist, dann würde das ja bedeuten, dass das, egal jetzt mal an welchem Zeitpunkt man die Entrückung ansiedeln will, dass das dann längstens noch 7 Jahre wäre, bis Christus wiederkommt und bis alles das erfüllt wird, was hier vorne auch steht. Ja? Denn gleich wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, und so wird auch sein die Zukunft oder die Ankunft des Menschensohnes, wenn Christus auf den Ölberg kommt, in Macht und Herrlichkeit, das ist am Ende der 70. Jahrwoche. Wie lange dauert so eine 70. Jahrwoche? Naja, 7 Jahre. Und wie lange dauert eine Generation? Naja, 25 Jahre. Wegen mir kann sie auch 20 Jahre dauern. Vielleicht dauert sie im Nahen Osten kürzer als in Europa. Ja? In Europa dauert sie vielleicht 35 Jahre und im Nahen Osten dauert sie 18 Jahre oder 20 Jahre. Ja? Das bedeutet, dass die Generation, die dann das sieht, dass Jerusalem wiedergeboren wird, die wird nicht ablaufen, die wird nicht vergehen, bis das alles erfüllt ist. Warum? Weil die Generation, die das dann sieht, so eine Generation dauert halt, na, sagen wir mal, gut 20 Jahre. Und bis Jesus wiederkommt, sind es nur 7 Jahre. Längstens, weil das die 70. Jahrwoche ist. Und das würde dann Sinn machen. Dann würden die Verse auch passen. Und dann würde das auch in die Endzeitrede Jesu hineinpassen. Dann müsste man aber vielleicht mal davon absehen, dass man immer die Staatsgründung Israels hier als das Blühen des Feigenbaums predigt. Weil das passt schon lange nicht mehr. Und das ist das, was ich auch sage, dass die Theologie der landläufig Evangelikalen, die landläufig die Evangelikalen predigen, dass die dringend überarbeitet gehört. Ja? Und dass die Verse so auslegen, wie das schon in den 80er, 70er Jahren gewesen ist und vielleicht sogar schon früher, dass deren Sichtweise schon ein halbes Jahrhundert alt ist und dass die vielleicht nochmal überlegen sollten, ob das alles überhaupt noch so zusammenpasst mit dem, was wir heute sehen. Insbesondere, wenn wir sehen, dass Israel so zerstritten ist untereinander. Und das ist ja erst der Anfang. Ja? Die Orthodoxen wollen ja die Gesetzgebung jetzt noch ausweiten. Und wollen das, weil Netanyahu jetzt ja seine Gesetzesreform zumindest teilweise bekommen hat, dass die Richter sich da nicht selber bestellen dürfen, ja, die 7 obersten Richter in Israel, sondern dass, wenn ein Richter ausfällt, dass das gegenwärtige Regierungsoberhaupt dann den fehlenden Richter bestimmen darf, so wie das in Amerika ist. Ja. Jetzt wollen die Orthodoxen auch ihren Teil der Gesetzesreform haben. Und da schneiden sie so ein kleines Stückchen raus und sagen, ja, wir wollen jetzt aber auch, dass das Tora-Studium genauso als staatstragender Dienst für die Allgemeinheit verstanden wird, wie der Dienst in der IDF, ja, also in der Armee in Israel. Das heißt also, sie haben den Netanyahu seinen Teil der Justizreform zugestanden und fordern jetzt von ihm ihren Teil. Und so geht das so scheibchenweise und das wird immer weiter diese Auseinandersetzung fördern und aufheizen, bis das irgendwann zum Höhepunkt kommt. Ja? Ob das jetzt schon so weit ist, das kann niemand sagen. Ich traue mich das auch nicht zu sagen. Das weiß niemand. Ja? Aber wir sehen, dass für die Endzeit Israel als geteilt vorausgesetzt ist und dass diese Teilung Voraussetzung ist dafür, dass der Norden Israels ein Bündnis macht mit Damaskus. Und dass dann das passiert, was in Jesaja 7 angekündigt ist. Ja? Und deswegen ist diese Teilung Israels vorhergesagt und programmatisch. Ich glaube, dass die sich halt einfach ankündigt. Ja? Wie lange, ob das jetzt noch Wochen dauert, bis Israel auseinanderbricht, was ich nicht glaube. Ja? Oder noch Monate dauert, was ich auch nicht glaube. Oder wenige Jahre, was ich mir dann wieder vorstellen könnte.
Das ist auf jeden Fall Voraussetzung dafür, dass sich biblische Prophetie erfüllt. Und wir sehen eigentlich schon diesen Haarriss, der sich da bildet und der meiner Meinung nach auch nicht mehr zu kitten ist. Da, egal, was die da machen, ja, das addiert sich ja. Und die Aggression, die baut sich da ja einfach auf. Und bei zukünftigen Regierungen wird man das den Orthodoxen und den Netanjahu auch nicht vergessen. Ja, da ist man auch ein bisschen nachtragend. Und sobald das irgendwann wieder aufkommen sollte, in irgendeiner der kommenden Regierungen, ist dann auch irgendwann der Punkt gekommen, wo dieses Land sich dann vollends spaltet. Ja. Das glauben die Pastoren im Moment noch nicht. Ja, ich habe einige Pastoren auch darauf angesprochen, auch bekannte Pastoren, die auch im Internet immer so einige Dutzende von Tausenden Aufrufe haben, die sehen das alle nicht. Ja. Die können sich das nicht vorstellen. Ist auch schwierig, sowas zu predigen. Ja. Darf man ja auch gar nicht machen in Deutschland. Aber die Bibel sagt das. Ja. Und ich glaube, dass das gut wäre, wenn die auch noch mal darüber nachdenken würden, nicht nur auf der Theologie der Altvorderen irgendwo stehen zu bleiben, sondern selber ihre Bibel nochmal in die Hand zu nehmen und zu gucken, was die Bibel sagt über die jetzige Zeit. Weil erstaunlicherweise sehe ich überhaupt niemand aus dem evangelikalen Lager, der die Situation in Israel mal irgendwie versucht, an der Bibel einzuordnen. Ja? Das ist einfach nur Schweigen. Und ich habe das auch schon mal an den Amir Zafati geschrieben, und zwar vor einem guten Jahr habe ich den angeschrieben und habe gesagt, könnte es vielleicht sein, dass Israel in der Endzeit auseinanderbricht. Habe ich aber, glaube ich, auch schon mal in Telegram auf meinem Kanal erzählt und vielleicht auch hier, bin mir nicht ganz sicher. Habe von dort dann die Info bekommen, dass das auf keinen Fall passieren wird. Israel wird sich nicht teilen und die Länder, die daran arbeiten, werden die Konsequenzen tragen müssen. Das war die Antwort aus dem Sekretariat von dort. Und dann habe ich zurückgeschrieben, das kommt nicht von außen, das kommt von innen. Das ist jetzt aber schon also ein Vierteljahr her ungefähr. Und dann habe ich im März diesen Jahres da nochmal hingeschrieben und habe gesagt, hallo, erinnert ihr euch noch dran, was ich euch damals geschrieben habe? Ja, da waren die Demonstrationen ja noch am Anfang. Da konnte sich das auch noch niemand wirklich vorstellen. War zufälligerweise, in Anführungsstrichen, ja, also genau der Tag, war genau ein Jahr her, ja, habe ich nachher gesehen, als ich die Mail losgeschickt habe. Und auf den Tag genau habe ich dann nochmal angefragt dann und habe dann aber auch wieder abschlägigen Bescheid bekommen, weil man sich nur das vorstellen kann, was man möchte gerne oder was man hört oder was man sieht oder was man sich vorstellen kann, ja. Also man schaut ja oft eher auf das, was vor Augen ist, als auf das, was in der Schrift steht. Aber jetzt sind wir natürlich schon wieder ein ganzes Stückchen weiter und wir sehen, dass wir uns jetzt schon sehr viel mehr vorstellen können als noch vor einem Jahr. Ja? Und nochmal, ob das jetzt schon der endgültige Bruch ist, das weiß ich nicht. Wenn das passiert, also wenn Israel wirklich zerbrechen sollte, dann kann Israel das im Nahen Osten nicht lange durchstehen. Und dann werden entweder Bündnisse geschlossen werden, oder die Ereignisse werden sich überstürzen. Und ob es tatsächlich schon so weit ist, das vermag ich nicht zu sagen. Ja? Ich weise nur darauf hin und sage, in der Bibel steht das für die Endzeit und offensichtlich nimmt das irgendwie gerade Anlauf in Israel. Und wir sehen, wie dieser Haris plötzlich im Volk auftaucht und immer tiefer wird und sogar schon dazu führt, dass Amerika dann in den Konflikt eingreifen soll. Und die Israelis sagen, oh, das ist uns aber gar nicht recht, dass ein ausländischer Staat in unsere Angelegenheiten sich einmischt. Und insgeheim denken sie, um Himmels Willen, vielleicht können die uns retten, weil wir müssen uns ja vor uns selber retten. Die muslimische Presse aus Libanon, eine Tageszeitung, die schreibt schon, das ist der Krieg der Stämme. Also selbst die Libanesen, die Muslime, die weisen schon darauf hin, dass das der Krieg der Stämme ist, und zwar der 10 Stämme im Norden. Gegen Juda und Benjamin im Süden, wie es in der Bibel steht. Also selbst dort pfeifen es die Spatzen von den Dächern. Ich frage mich, wann kommen denn wir evangelikalen Pastoren und Prediger da mal langsam an, um zu verstehen, was hier vor unseren Augen abläuft. Was ist denn Prophetie? Prophetie ist doch auch Gottes Wort auch anzuwenden. Ja? Ich will damit nicht sagen, dass man jetzt politische Dinge in die Bibel reintragen soll. Ja? Das habe ich immer wieder gesagt. Das ist immer schief gegangen. Das darf man nie tun. Aber wenn wir feststellen aus der Bibel, ohne die politische Situation zu berücksichtigen, dass Israel in der Endzeit auseinanderbricht, und das habe ich vor 5 Jahren schon gemacht, ja? Damals hat jeder noch gespottet, oder viele haben gespottet und viele haben gelacht darüber und haben gesagt, was redet der sich da zusammen? Das kann niemals sein. Amerika wird Israel nie alleine lassen und Israel wird nie auseinanderbrechen. Der Feigenbaum, der bleibt hier, die Generation, die bleibt, jetzt steht ja in Matthäus 24, bis alles geschieht, das kann überhaupt nicht sein.
Und das kann ich verstehen, weil das damals noch überhaupt nicht absehbar war. Aber jetzt ist vieles doch deutlich absehbar geworden. Und selbst wenn Menschen jetzt nur auf das auch achten, was vor Augen ist, so wie die Eva das im Paradies ja auch getan hat, wäre es vielleicht an der Zeit, einfach seine Bibel nochmal vorzunehmen. Aber ich sage euch eins, der Pastor, der das predigt als erstes, der kriegt ganz schön Widerstand, ja? Der kriegt Gegenwind. Und da muss er rechnen mit, und das weiß er eigentlich auch. Und deswegen, glaube ich, ducken sich da viele ab und schweigen lieber. Und deswegen hört man so wenig. Ja? Also man hört da und dort was, aber das ist sehr, sehr vereinzelt. Also ich wüsste noch eine Quelle, die mir eine liebe Schwester zugeschickt hat. Das ist so ein Kalenderblatt, sage ich mal, so ein elektronisches Kalenderblatt, Internetkalenderblatt. Und die schreiben das in Hesekiel 37 Stunde. Aber dass die Teilung Israels mit der Wiedergeburt Jerusalems in Verbindung gebracht wird, das sehe ich halt nirgendwo. Ja? Und das wäre dringend nötig. Ich schließe hier ab, ich wollte euch das nur kurz zeigen, ich finde das spannend mit dem Feigenbaum. Ist auch ein sehr, sehr prominentes Gleichnis eigentlich, wird meiner Meinung nach immer falsch ausgelegt, weil man immer davon ausgeht, dass das auf Israel in der Staatsgründung 1949 wohl sich erfüllt hätte. Und das ist jetzt einfach 3 Generationen vorbei, das passt alles nicht mehr. Ne? Und ich glaube, dass die Antwort darauf ist, dass Jerusalem wiedergeboren wird und dann trägt der Feigenbaum Frucht. Und die Generation, die das sieht, die wird nicht vergehen, bis dass ich alles erfülle. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. In diesem Sinne euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.